Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mir eben hier mal so einen Fleck gesucht, wo ich mich nicht ganz so beobachtet fühle, weil ich habe zu Hause nicht mehr geschafft, ein Intro zu drehen. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt hier überhaupt. Ich stehe jetzt vorm Bahnhof und wir fahren jetzt gleich nach Straubing. Und ich freue mich schon, weil es zurzeit Goldboden-Volksfest. Ich weiß nicht, wann dieser Vlog online kommt. Es kann, was ist, keine Ahnung, vielleicht schon Weihnachten, vor Weihnachten, I don't know. Aber wir fahren nach Straubing, das ist Goldboden-Volksfest. Und ich habe es mir so gewünscht, dass wir mal wieder nach Straubing fahren, weil seit ich weggezogen bin, das ist so schon 3 Jahre werden das jetzt schon, bin ich ein einziges Mal, glaube ich, wieder hingefahren. Und das ist schon traurig. Und mir geht es zum Beispiel immer so, wenn ich besonders irgendwie gerne hinfahren möchte, ich meine, ich habe da 4 Jahre gewohnt und so, dann träume ich nachts immer davon. Und ich hatte letztens 2 Nächte in Folge den Traum, dass ich in Straubing war. Und jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Und gerade jetzt mit Volksfest bietet sich das voll gut an. Und ich dachte mir, ich nehme euch heute mit. Und jetzt bin ich am Bahnhof. Ich bin ein Stück weggegangen, weil mich gucken sowieso alle an. Und wenn ich dann mit einer Kamera spreche, erst recht. Und ja, jetzt muss ich noch ein bisschen warten, bis Max und meine Mama und so da sind. Und dann geht's auch schon in den Zug. Und dann geht's los. Ich beneide wirklich Leute, die so auf der Straße einfach so vloggen können. Ich kann das einfach nicht. Ich fühle mich so beobachtet. Und ich glaube, in den Großstädten ist das nicht mehr so schlimm. Aber hier in Bayern, die sind halt noch nicht so weit. Habe ich das Gefühl. Wir haben es bei uns gewonnen. Da oben ist es selber so warm, wärmer wie bei uns. Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen. Ich habe meinen Anfang schon gedreht. Am Bahnhof. Nein. Ich habe da oben haben wir es nicht mehr geschafft. Bin ich in ein stilles Eckchen gegangen. Ein stilles Eckchen, das geht. Wo fährst du heute hin? Durch Straubing City. Mei, hast du jetzt auch noch nicht drin? Keine Ahnung. Schau dir auf den Namen hier. Wenn ich vorhabe, habe ich es dran. That's my hood. Aber herunter ist keiner drin. So, ich klingel, ich gehe auf und sage Hallo. Ja, doch, das können da Vorhänge sein. Aber ich glaube, dass das Echo, das ist eher so ein Büroraum. Da haben wir so größere. War da nicht einmal die Detektei drin? Der Torwart. Weißt du das noch? Da war doch einmal die Detektei drin. Kannst du jetzt sie füllen noch? Ja, wieso werden da um? Ein Ding ist ja, da muss ich einfach kocht sein. Das hat's bei dir. Weil du ein Liebste kennst. Keine Ahnung. Oh, die kann auch drüber springen. Was? Der Wind, der doch der Wind. Ich kann mir das Zimmer noch woanders hinstellen. Wie finden Sie es? Kannst du einmal so da, wie wenn die was freien da sind? Bist du schon nervös? Vor der wilden Maus? Ich bin alle geil geworden. Die wilde Maus? Brandon Smith, ah, wilde Maus. Wilde Maus? Jetzt geht's klar los. Spürst du das Adrenalin? Es gibt einfach das krasses Gefühl. Ich hab's schon mit mir.
Ist der Rucks? Alter, ich hab schon. Ja! Oh mein Gott! Boah, das ist schon immer so. Jetzt geht's mir um. Warum müssen wir den Rucks machen? Die Mutter ist schon da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Amazing. Der Robin. Bist du zusammen drauf? Ich bin da schon mehr aufgekommen, also muss ich nicht aufgekommen. Das ist jetzt nicht meins. Nicht so.